Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Die Blumenstraße. Ich spiele heute die Solopartie und ich nehme euch einmal mit durch die Regeln und dann starten wir direkt ins Spiel. Bei der Blumenstraße wollen wir ja, Windmühlen bauen und möchten unsere Tulpenbeete hier auf unserem eigenen Tableau möglichst schön anpflanzen, dass wir die Tulpen hier in einer Reihe platzieren können. Es gibt fünf verschiedene Arten von Tulpen und es gibt tatsächlich nur vier Reihen, aber wir dürfen theoretisch auch mehrere Tulpen in dieselbe Zeile legen. Ist allerdings nicht so klug, das zu machen, weil es gibt Bonuspunkte, wenn die alle in einer Farbe sind. Aber was machen wir grundlegend in diesem Spiel? Wir, wenn wir dran sind, müssen wir erst entscheiden, diese Schleuse, die wir hier auf der linken Seite sehen, wollen wir die nach oben setzen oder wollen wir die senken oder wollen wir die so lassen, wie sie ist. Wir sehen hier in dem Spielbereich eine rote Münze, das ist der Part, den wir bezahlen müssen. Die Krone ist immer für Siegpunkte oder steht immer für Siegpunkte. Und wir dürfen jetzt entscheiden, wenn wir das nach oben setzen wollen. Wir dürfen es auch mehrmals nach oben setzen, dann müssten wir in diesem Fall halt drei Münzen bezahlen, würden dafür vier Siegpunkte bekommen. Und dann sehen wir, dass hier das Wasserlevel dadurch steigt. Das Wasserlevel wird direkt hier drunter angezeigt. Das ist unser Wasserniveau. Und das steigt dann entsprechend jedes Mal, wenn der Marker hier oben ist, um das entsprechende Level. Es gibt nachher Möglichkeiten, das wieder zu reduzieren und dann würde man entsprechend Münzen oder Siegpunkte bekommen. So, je nachdem, auf welcher Stufe das steht, 1, 2 oder 3, müssen wir unser Aktionsrad drehen. Das ist so ein bisschen der Kern- und Angelpunkt dieses Spiels. Und hier sind dann die verschiedenen Aktionen drauf, die wir bekommen können. Ja, wir haben hier Personal einstellen oder Aufträge nehmen. Wir haben Tulpen einpflanzen. Wir haben die Fernhandelskarte hier aktivieren. Das ist dieser Spielbereich. Wir haben unser Rädchen verbessern. Und da gibt es hier auf der linken Seite gibt es einen Markt, wo wir bessere Teile kaufen können. Dann gibt es den Marktstand ablaufen mit unserer Scheibe. Ja, das darf man dann hier zweimal sogar direkt machen. Oder wir dürfen die entsprechenden Windmühlen platzieren. Die Windmühlen finden wir hier auf unserem Tableau. Und dann dürfen wir die auf diese entsprechenden Felder hier legen, müssen die Münzen bezahlen und bekommen alles das, wo die Pfeile hin zeigen. Die Windmühlen haben noch einen weiteren Effekt. Und zwar sieht man das hier auf der linken Seite. Wenn wir die Windmühle hier weggenommen haben, bekommen wir am Spielende einen Siegpunkt für jede weiße Tulpe, die hier auf unserem Tulpenbeet ist. Und beispielsweise für die dunkelvioletten müsste man alle drei Windmühlen platzieren, bekommt dann aber auch entsprechend drei Siegpunkte pro violetter Tulpe, die man in seinem Beet hat. Wenn man Tulpen bekommt, muss man die erstmal hier unten in seinen Blumenkasten tun und darf die dann später halt einpflanzen. Das sind aber alles Aktionen, die werden wir im Laufe des Spiels kennenlernen. Und dann zeige ich die euch auch. Wir haben hier das zweite Aktionsrad und hier sehen wir aktuell überall dieselbe Aktion und zwar das Wasserniveau senken. Das ist der Part, den ich hier schon zeigte. So kommen wir hier mit dem Wasserniveau wieder nach unten und können damit halt ein bisschen Geld machen oder auch Siegpunkte. Normalerweise ist es so, dass wir uns immer ein weiter drehen, beziehungsweise wenn der Marker hier stehen würde, zwei weiter drehen oder wenn der Marker hier stehen würde, sogar drei Felder weiter drehen. Dann dürfen wir uns eine von beiden Aktionen aussuchen. Es sei denn, wir holen uns im Laufe des Spiels so ein Plusplättchen hier. Hier oben rechts sehen wir ein Plus. Und wenn ich das jetzt beispielsweise hier eingesetzt hätte, dann dürfte ich die linke und die rechte Aktion machen. Ja, immer bei diesem Plus heißt es also, ich darf beide Aktionen machen. So, das kommt einmal wieder zur Erklärung, einmal wieder in den Stapel rein. Oh nein, jetzt habe ich den Stapel zerstört. Naja, nicht so wild. Gibt genug Plättchen. Wenn wir einmal hier komplett rum sind und mit diesem roten Anzeiger wieder hier ankommen, dann kommen wir hier auf den Kalender auf die nächste Stufe und wer das zuerst macht, darf sich dann hier ein entsprechendes Bonusfeld dann auch sichern. Also das hier oben bekommt jeder und dann nimmt man sich natürlich die bessere Belohnung von den beiden. Wir spielen das Spiel also so lange, bis wir vier Umdrehungen hier volle Umdrehungen auf dem Rad haben, also kann das Spiel mal schneller gehen oder mal langsamer, je nachdem, wie schnell oder wie offen diese Schleuse hier ist. Und ja, wenn das dann durch ist, gibt es noch einen letzten Zug und dann ist das Spiel vorbei. Wir haben hier eine Zielkarte. Im Solospiel ist es so, dass man einfach zwei Karten zieht, von denen darf man sich eine aussuchen als Startfähigkeit.
Ich habe hier zum Beispiel immer, wenn ich mein Tableau verbessere, bekomme ich eine Tulpenzwiebel. Und das Ziel, was hier ausliegt, sind, wer zuerst 4 Mühlen hat, und zwar in einer durchgängigen Verbindung im Wegenetz. Und ja, das ist dann so, der es einfach am schnellsten schafft, bekommt 10 Punkte. Der Bot, der muss das nicht erfüllen, für den ist es ein bisschen einfacher. Ja, der muss einfach nur auch entsprechend rum sein. Und das erste Mal, wenn er rum ist, kommt er hierhin, das zweite Mal hierhin, das dritte Mal dann hierhin. Wenn wir es also in 3 Runden noch nicht geschafft haben, das zu platzieren, können wir diese 10 Punkte nicht mehr erhalten. Generell, die Bot-Aktionen funktionieren ähnlich, aber nicht genauso wie unsere Aktion. Aber das werden wir alles sehen, während der Bot die Aktion ausführt. Der Bot ist relativ einfach zu bedienen. Es ist ein, ja, funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich habe das gerade schon ausprobiert. Gut, und ja, genau, wie die ganzen Aktionen im Detail funktionieren, das sehen wir jetzt alles während des Videos. Damit wäre das Wichtigste, glaube ich, schon gesagt. So könnt ihr mir auf jeden Fall folgen. Und wie gesagt, ich erkläre jetzt alle Aktionen nochmal im Detail, während wir hier spielen. Ich bin der Startspieler. Daher starte ich hier mit 4 Geld und einer weißen Tulpenzwiebel. Aber ebenfalls habe ich ein Werkzeug. Die Werkzeuge sind dafür da, dass man diesen Wasserstand hier, beziehungsweise nicht den Wasserstand setzen darf, aber normalerweise müsste ich jetzt ja den Wasserstand, wenn ich mein Rädchen zweimal drehen will, müsste ich den ja erhöhen hier. Wenn ich allerdings keine Münze hätte oder die Münze nicht ausgeben möchte, kann ich stattdessen auch ein Werkzeug abgeben. Das macht hier nichts, aber das erlaubt mir, mein Rad hier trotzdem einen weiter zu drehen. Oder auch, na, beispielsweise, wenn der hier auf der 2 steht, es ein weniger zu drehen. Das heißt, ja, davon darf ich einfach das ein bisschen manipulieren. Ich darf aber nicht 0 mal drehen und ich kann maximal 4 mal drehen. Wenn der hier oben steht und ich dann 1 einsetze, komme ich auf 4. Okay, dann, ja, lass uns loslegen. Man darf selber starten und dann, ja, würde ich meinen ersten Zug direkt ausführen. Von daher, ich möchte hier die Schleuse nicht manipulieren. Ich drehe also mein Zahnrad um 1 und darf jetzt entweder hier die Mühlenaktion machen oder ich darf den Wasserstand senken. Wasserstand senken ist totaler Quatsch. Von daher werde ich auf jeden Fall die Mühlenaktion nehmen. Und jetzt darf ich mir einfach eine von den ganzen Mühlen hier nehmen. Ich nehme tatsächlich die oberste, weil eine weiße Zwiebel habe ich schon. Und darf die jetzt irgendwo auf eins dieser Anfangsfelder platzieren, die mit dem Marktplatz verbunden sind. Und ja, dann bekomme ich einfach das, was angrenzend halt abgebildet ist. Das ist jetzt tatsächlich auch noch relativ egal, würde ich sagen. Ich stelle mich also hier auf die rechte Seite und bekomme dann eine Münze. Und bekomme eine weiße Tulpenzwiebel. Und das war auch schon mein Zug. Dann decken wir die Botkarte auf. Und die Anatomie einer Botkarte sieht so aus, dass wir hier erstmal sehen, das Mühlenrad wird um ja, den Wert hier erhöht oder gesenkt. In diesem Fall minus 1. Aber es steht ja eh noch auf 1, von daher passiert hier nichts. Und dann macht der Bot einfach auch die eine Drehung hier auf dem Rad. Und macht dann die entsprechende Hauptaktion hier. Das heißt, er möchte sich ein Upgrade holen. Und für das Upgrade schauen wir jetzt auf diese Karte hier. Hier sehen wir jetzt, welche Upgrade-Teile er wegnimmt. Beziehungsweise, wenn die Charakteraktion irgendwann kommt, welche Charakterkarte er wegnehmen würde. Hier stehen noch ein paar weitere Infos drauf. Hier ist der Wasserstand relevant. Aber nur hier ist der Part, von daher haben wir das hier nicht. Und das wären die anderen Infos für entweder auf dem Marktplatz hier oder auf dem Fernhandel zu sein, beziehungsweise wenn er irgendeine Form von Tulpen bekommt, würde er gerade diese Farbe nehmen. Da er allerdings das Upgrade hat, nehmen wir jetzt einfach dieses Plättchen hier und dieses Plättchen jeweils aus dem Spiel. Die kommen zum Bot hier rüber. Er setzt die selber nicht ein. Ich tue ihm einfach die rechts hier neben sein Tableau und dann füllen wir hier 2 neue auf. Den und den. Gut. Dann sind wir wieder am Zug. Ich möchte jetzt entweder ein oder vielleicht tatsächlich, möchte ich jetzt schon die Marktplatzaktion machen? Ich glaube nicht unbedingt. Ich könnte jetzt hier einmal hochwandern und könnte ich mir ein paar Blumen kaufen. Und dann könnte ich hier weiterwandern und mir weiß einpflanzen. Wäre vielleicht doch gar nicht so das Allerschlechteste, weil ich habe hier tatsächlich 2 weiße. Die Aktion ist halt zweimal Marktplatz, muss dafür 2 Münzen bezahlen. Wäre vielleicht doch gar nicht so das Allerschlechteste, mir hier lila zu kaufen. Beim Marktplatz ist es so, dass man immer die Stärke hat, die
Anzahl der Scheiben betrifft. Und ich kann aber nur dieselbe Aktion wählen, es sei denn, mein Aktionsrat oder meine Fähigkeit sagt etwas anderes. In diesem Fall dürfte ich also entweder dann, wenn ich mit meiner Scheibe hier hochgehe, dreimal eine lila eine Zwiebel nehmen, dreimal gelb eingraben oder dreimal, ja, Flieder oder was das ist, eingraben. Das habe ich halt alles nicht, von daher würde ich mir auf jeden Fall die lilanen Zwiebeln nehmen. Und wenn ich dann das zweite Mal das benutze, würde ich hier entsprechend weitergehen und dürfte dann beispielsweise meine beiden weißen, weil hier habe ich eine Stärke von 2, meine beiden weißen Zwiebeln eingraben. Von daher finde ich das tatsächlich doch gar nicht so schlecht, doch zum Markt zu gehen. Von daher werde ich das mit der Technologie einmal warten lassen. Ich drehe also einmal weiter und mache genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich gehe hier hoch, nehme mir 3 lila Tulpenzwiebeln. 1, 2 und 3. Tue die in mein Lager hier unten rein. 1, 2 und 3. Bezahle natürlich 2 Geld und hüpfe dann hier weiter und pflanze 2 weiße Tulpenzwiebeln ein. Und jetzt darf ich mir hier auf meinem Tableau eine Zeile tatsächlich komplett aussuchen. Ich nehme persönlich mal ganz gerne die unterste hier, weil wir hier eine Tableauverbesserung mit dabei haben. Und hier heißt es jetzt, ich darf mir ja eine Verbesserung von hier auf der rechten Seite einfach kaufen. Die beiden sind umsonst. Der kostet eine Münze, der kostet 2 Münzen. Das sind die gewöhnlichen, die sind ziemlich häufig im Spiel. Die holzfarbenen hier sind so 2, dreimal im Spiel, denke ich. Und die sind auf jeden Fall immer einzigartig. Von den silbernen gibt es immer nur ein einzelnes. Man könnte auch jederzeit eine Münze ausgeben, um die Auslage zu erneuern. Aber da ich ja Upgrades holen möchte, ne, weil ich dann mal Tulpenzwiebeln bekomme, hole ich mir jetzt auf jeden Fall dieses Teil hier. Dafür bezahle ich eine Münze. Und setze das in meinen nächsten Aktionsslot hier rein, weil dann sehe ich, im nächsten Zug werde ich ja, mir 2 Upgrades holen können. Das ist doch auch ganz charmant. Eine Sache möchte ich noch zum Markt erzählen, wenn ich die Aktion hier gerade schon mache. Man darf, wenn der Markt voll ist, jederzeit eine Münze bezahlen, oder was heißt derzeit, man darf dann eine Münze bezahlen, um sich auf eine andere Scheibe raufzulegen und dann die Aktion immer noch mit Stärke 3 zu machen. Das geht ja nicht auf Stärke 4. Und wir sehen hier diese braunen neutralen Marker. Ja, die sind im Zweispielerspiel drin und im, ja, ich glaube auch im Dreier- oder Vierer sitzt, glaube ich, auch eine davon drin. Und dann kann man die auch immer noch mal so ein bisschen hin und her schieben, um auch da ja die Aktion entsprechend stärker zu machen. Und die darf man in beliebig verschieben, wobei die eigenen immer nur im Uhrzeigersinn gehen. Die braunen dürfte ich jetzt beispielsweise auch hier hochschieben, wenn ich da eine besonders starke Aktion machen will. Aber immer nur einmal pro Zug. Gut, dann füllen wir hier hinten wieder auf. Oh, 2 Münzen. Ah ja, das ist schön. Das hätte ich auch ganz gerne, muss ich ja sagen. So, ich habe mir ein Upgrade-Teil geholt. Das heißt, ich darf mir noch eine Pflanzenzwiebel holen. Und na, ich habe jetzt schon so viel von den lilanen, von daher hole ich mir noch eine lilane. Und muss die dann einfach demnächst mal einpflanzen. So, der Bot. Er erhöht das Wasserlevel um plus 1. Das heißt, er hier geht hier nach ein oben. Beziehungsweise er öffnet die Schleuse. Das ist gleich das Wasserlevel erhöhen. Er erhöht die Schleuse. Dadurch erhöht sich das Wasserlevel. So, um 1. Und er möchte jetzt, oder er muss das Rad jetzt zweimal drehen. 1, 2. Beziehungsweise eine Kleinigkeit, weil er das Wasserlevel erhöht hat, bekommt er einen Siegpunkt. Münzen muss er nicht bezahlen, da hat er mir was voraus. Er kriegt dafür jetzt einen Siegpunkt. So, und jetzt macht auch er die Marktaktion. Und die Marktaktion bei der Gärtnerin ist super simpel. Ja, sie geht einfach quasi mit ihrer Scheibe zweimal und macht gar nichts, was hier irgendwie abgebildet ist, sondern guckt auf ihre eigene Karte und pflanzt die direkt ein. Das heißt, sie kriegt jetzt einfach 2, das ist einfach ein fixer Wert, sie bekommt immer 2 Zwiebeln, was hier angegeben ist. Sie muss die auch nicht in den Setzkasten tun, bei ihr kommen die direkt hier ins Beet. Und sie fängt einfach oben an und sie möchte natürlich auch die Reihen voll machen. Und ja, so einfach ist das schon bei ihr. Gut. Das passt mir jetzt natürlich gar nicht in den Kram, weil ich müsste mein Rad jetzt auch zweimal drehen. Und das möchte ich tunlichst vermeiden, weil da mache ich ja meine starke Aktion wieder kaputt. Von daher habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich könnte entweder mein Werkzeug ausgeben, um nur einmal zu drehen, oder ich senke einfach wieder die Schleuse. Das kann man einfach so machen, das kostet nichts, dass der wieder nach unten geht. Von daher mache ich das und drehe das einmal. Und kann mir jetzt 2 Upgrades holen.
So, und da werde ich, glaube ich, tatsächlich mir dieses normale Plättchen hier kaufen. Da verbessere ich einfach meine bestehende Aktion. Aus zweimal buddeln mache ich dreimal buddeln. Das finde ich ist immer eine gute Sache. Und auch dieses Plättchen würde ich mir nochmal gönnen. Ich bezahle also eine Münze, um dieses Plättchen hier reinzusetzen. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich gleich die Fernhandelsaktion schon machen möchte oder ob ich die tatsächlich einmal skippe. Ich glaube, ich werde sie nicht machen. Möchte gleich lieber einpflanzen, weil ich ja doch schon einige Zwiebeln hier habe. Das heißt, ich versuche es durchaus mal, das hier rechts einzusetzen. Und wenn ich dann gleich zweimal drehe, habe ich nämlich hier wieder diese Kombi. Gut, dann wird einmal aufgefüllt. Wir nehmen so und hier noch einen davon. Oh, Wasserstand senken, zweimal, allerdings mit einer Plus-Aktion hier. Das heißt, das ist keine einzelne Aktion mehr wie am Start, sondern einfach eine zusätzliche Aktion. Sehr attraktiv. Mal schauen. Aber je nachdem, wie er den Wasserstand hier jetzt steigern wird, gucken wir mal. Er reduziert ihn sogar, aber er ist eh schon unten, von daher alles gut. Ich sage immer Wasserstand, es ist natürlich die Schleuse. Ach Gottchen. So, und jetzt hat er auch die Einbuddeln-Aktion. So, und auch hier funktioniert es ganz ähnlich wie eben. Er guckt jetzt hier auf, oder sie guckt hier auf die Karte, das ist in diesem Fall Flieder, und darf zweimal einpflanzen. Also macht sie eine neue Reihe auf und pflanzt jetzt zwei lilane Pflanzen hier rein. Wir wollen, tja, was wollen wir denn? Ich möchte mein Mühlrad auf jeden Fall jetzt zweimal drehen. Bedeutet, ich kann jetzt also entweder eine Münze bezahlen, um den hier hochzusetzen, oder ich benutze mein eigenes Werkzeug und ich habe die Münze ja noch. Von daher würde ich tatsächlich die eine Münze ausgeben, um hier nach oben zu gehen, bekomme dafür auch einen Siegpunkt und darf jetzt zweimal drehen. Eins, zwei. Und darf jetzt dreimal buddeln und bekomme zwei Geld. Die zwei Geld nehme ich mir sofort und dreimal eingraben. Da würde ich, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, lieber eine Münze und ein einstellen oder lieber eine Münze und ein noch einen weiteren eingraben oder ein Werkzeug und einen bestehenden Auftrag, den ich hier eingetragen habe, jetzt schon mal werden, bedeutet das hier. Das ist also totaler Quatsch. Das möchte man ein bisschen später machen. Ich glaube, ich hole mir mal hier so Personal. Von daher werde ich hier reingehen, bekomme dann noch eine weitere Münze und darf mir ein Personal Typi einstellen. Gucken wir mal hier drüben, was gibt es. Jedes Mal beim Einpflanzen bekomme ich ein Werkzeug. Oh, schade, habe gerade eingepflanzt. Jedes Mal, wenn ich eine Mühle platziere, darf ich eine Aktion machen, wo meine Scheibe hier gerade liegt. Oder wenn ich, auch wenn ich auf den Marktplatz gehe, jedes Mal, wenn ich auf den Marktplatz gehe, bekomme ich ein Werkzeug. Die Alternative ist, wenn ich es unten rein snappe, dann bekomme ich je drei Siegpunkte für je zwei Werkzeuge. Zwei Siegpunkte pro dunkler Tulpe. Also da habe ich ja schon drei von. Oder drei Siegpunkte pro Spalte. Na, auf meinem eigenen Tableau hier. So, finde ich alles ganz gut. Aber ich glaube, am Anfang ist es vielleicht smarter. Obwohl, das ist ausgerechnet die Karte, die auch rechts unten gerade für mich attraktiv ist, weil das sind nun mal gerade die, mit denen ich schon angefangen habe. Ne? Aber jetzt jedes Mal, wenn ich eine Mühle platziere, ich will ja schon noch einige platzieren. Schwierig, schwierig. Oh, jetzt fällt mir gerade auf, habe ich mir überhaupt, als ich gerade zweimal mein Tableau verbessert habe, habe ich mir da eine Tulpenzwiebel genommen. Also man darf es nicht unbegrenzt oft machen, ne? Das ist pro Aktion, darf ich das einmal ausführen. Und ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Von daher nehme ich mir doch noch mal eine Tulpenzwiebel. Hier. So, ich glaube aber, ich nehme einpflanzen beim Einpflanzen Werkzeug, ne? Ich werde schon noch ein paar Mal einpflanzen. Ja, komm. Wir nehmen, wenn ich zwei oder mehr einpflanze. Bedeutet das dann. Wo kommt meine Scheibe gleich hin? Hier oben. Wenn ich auf den Markt gehe, der Markt ist aber erst da hinten. Nee, hier kommt sie hin. Da darf ich lila einpflanzen. Ja, das ist doch alles gut. Ja, das machen wir. Komm. Wir setzen den hier ein.
Und dafür bekomme ich einen Siegpunkt. Orange. Okay. So, dann. Und kommt hier eine weitere Karte. So. Und die Gärtnerin ist dran. Die Gärtnerin erhöht nochmal oder öffnet nochmal die Schleuse, bekommt dafür 3 Punkte. 1, 2, 3. Und möchte jetzt 1, 2, 3 weiterdrehen. Und macht ein Upgrade und ist über den roten Zeiger gekommen. Upgrade heißt also, sie haut diese beiden Teile hier raus. So. Und geht auf den Track ein weiter. Geht auf dem Track dadurch ein weiter. Nimmt eine beliebige Zwiebel. In diesem Fall also weiß. So. Und nimmt sich da die bessere Belohnung. Das sind 3 Geld. In ihrem Fall 1, 2, 3 Punkte. So. Dann muss ich jetzt überlegen, was ich da mache. Lasse ich das jetzt auch dreimal. Achso, eine Sache habe ich gerade vergessen. Als das hier nach oben gegangen ist, es muss jedes Mal muss der Wasserpegel dann quasi steigen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nur einmal vergessen und nicht schon ein zweites Mal, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte das gerade erhöht und dann jetzt sie zweimal erhöht, ne? Dürfte so passen. Sonst habe ich vielleicht einmal zu wenig hier erhöht. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. So, meine Optionen sind jetzt auch 3 Umdrehungen machen. Das heißt, das wäre 1, 2, 3. Dann komme ich auf die Marktplatzaktion. Allerdings möchte ich die Mühlenaktion ungern skippen, weil mein Ziel ist es ja, Mühlen zu setzen. Und ich möchte aber auch nicht nur die Schleuse einsenken, weil dann erhöhe ich ihm, schenke ich ihm ja quasi Punkte. Ja, weil er erhöht oder sie erhöht relativ häufig. Ne? Und dann würde ich ihr einfach mehr Punkte schenken, als es sein muss. Entsprechend Personal, ja, dann stelle ich glaube, ich setze es nach ganz unten, drehe ein weiter und stelle jetzt nochmal Personal an. Und zwar hole ich mir dann tatsächlich den hier, 2 Punkte pro lilaner Tulpenzwiebel, die ich auf meinem Beet habe, und schiebe den Auftrag hier unten rein. So, dann wird hier neu aufgedeckt. Gut, denn es ist sie schon wieder dran. Erhöht wieder um 1, das heißt, es gibt wieder einen Siegpunkt für sie. Und sie dreht zweimal, 1, 2, geht wieder auf den Markt, geht 1, 2 Schritte und möchte gelb einpflanzen. So, 1 und 2 macht eine neue gelbe Reihe auf. So, auch ich müsste jetzt, achso, der Wasserstand ist gerade wieder einmal gestiegen. Auch ich müsste jetzt zweimal drehen, will ich schon wieder vermeiden. Ich bin immer hier der Spielverderber, der jetzt immer runtersenkt. aber was soll ich denn machen? Ich setze den hier nach unten. Und drehe einmal das Rad, um die Mühle platzieren zu können hier. Und da fange ich jetzt natürlich an, hier unten die großen Mühlen aufzubauen. Jetzt nur die Frage, möchte ich hierhin, hierhin oder hierhin? Und den Wasserstand senken wäre schon ganz cool. Allerdings wäre es natürlich schöner, wenn das hier passieren würde. Ja, ist einfach, ja, bringt einfach dann ein bisschen mehr. Hier würde ich eine rote, eine weiße Zwiebel bekommen. Hier unten wieder Wasserstand senken. Ich würde aber nochmal Personal bekommen. Personal bekommen ist immer gut. Was haben wir denn da gerade so? Jedes Mal, wenn ich eine Mühle platziere, bekomme ich ein Werkzeug. Jedes Mal, wenn ich auf den Markt gehe, bekomme ich ein Werkzeug. Jedes Mal, wenn ich den Wasserspiegel senke, bekomme ich eine Tulpenzwiebel. Oder alternativ die Aufträge, eine Mühle an einem gelben, Feld. Ist der hier schon mal nicht gewesen? Dann wäre die hier besser gewesen. Und die setze ich jetzt auch nicht mal eben so ins gelbe Feld, weil ich will tatsächlich den Auftrag nach Möglichkeit schneller erfüllen als sie. Ist also auch nicht das Spannendste. Oder 5 Punkte pro Mühle am Markt, also auf diesen Startfeldern hier. Nee, das will ich auch nicht machen.
Das will ich alles nicht machen. Das finde ich alles nicht attraktiv genug. Von daher, das Einzige, was ich einigermaßen okay finde, denke ich, ist die Mühle hier, für jede Mühle ein Werkzeug zu bekommen. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Mühlen ich platziere. Wenn ich den jetzt hier habe und die drei, habe ich ja die vier. Und daher bin ich mir nicht sicher, wie oft ich das noch mache, ob ich dann noch groß die Mühlenaktion nutzen werde. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Von daher werde ich mir kein Personal holen. Das ist mir einfach, weiß ich nicht, ich weiß noch nicht, in welche Richtung mein Spiel sich entwickelt. Von daher stelle ich mich jetzt einfach hier oben hin. Bezahle dafür zwei Münzen. 1, 2. Oh, ich stand hier gerade auf 2,5, ne? Ich weiß gerade nicht, ob ich auf 1 oder auf 2 stand. Auf 2 oder auf 3 stand. Auf 1 und dann habe ich 2 wiederbekommen. Ne? Müsste ich eigentlich auf 1 gestanden haben. Aber nun gut. Ich bekomme eine Münze dann, weil ich es hier wiederbekomme. Jetzt darf ich den Wasserpegel um 2 senken und darf mir dann aussuchen, Münzen oder Siegpunkte. Ich hätte gerne die Münzen. Und hier bekomme ich eine rote Tulpenzwiebel. So. Gut. Das war mein Zug. Oh, ich sehe gerade, da oben ist noch nicht wieder aufgefüllt. Der. Und der. Mein lieber. Achso, halt, stopp. Ich bin ja jetzt auch einmal rübergekommen. Nicht vergessen. Ich darf hier natürlich auch dann einmal weitergehen. Und darf mir zwei Münzen nehmen. 1, 2 und eine Tulpenzwiebel meiner Wahl. Dann nehme ich mir nochmal lila. So. Jetzt er. Zweimal nach oben, das ist übel. 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Und dreht dann 3 Felder weit. 1, 2, 3. Ui, sie möchte es wissen. Sieht sie durch. Hat jetzt den Fernhandel. Und beim Fernhandel gucken wir auch wieder einfach auf diese Karte, die sie aufgedeckt hat. Und sehen, hier unten ist der Part und wenn der belegt wäre, würde sie quasi reihum gehen. Ich habe den Fernhandel aber generell noch gar nicht erklärt. Gucken wir uns die Karte mal im Detail an. Wir haben hier 4 Slots und wenn wir normalerweise aus unserer Kiste, ja, von unserem eigenen Tableau, von hier unten quasi einen nehmen würden, würden wir den darauf setzen und dann die beiden angrenzenden Boni bekommen. Es gibt auch bestimmte Fähigkeiten, die erlauben einen einfach dann aus dem Vorrat die zu nehmen. Das ist natürlich auch ganz nett. Und der Bot darf das generell aus dem Vorrat nehmen. Der nimmt jetzt also eine lilane oder eine fliederfarbene Zwiebel und tut die hier unten rein. So, und das ist für sie dann auch wieder 1, 2, 3 Punkte und 2 weitere Tulpenzwiebeln. Und das sind entsprechend auch die fliederfarbenen, die hier direkt auf ihr Tableau kommen. Sie läuft mir ein bisschen davon. So und so. Und jetzt ist sie wieder hier auf dem Roten. Das heißt, auch hier läuft sie ein weiter, geht also hier ein weiter, darf einmal eingraben, macht also eine weitere Zwiebel da rein, eine weitere Tulpe und nimmt sich, ups, das hier und auch da eine weitere Zwiebel. Wow, das war mal ein Zug. Autschi, Papa, Autschi. Das war schnell. Okay, aber ich muss einfach jetzt weiter Mühlen platzieren. Das wird schon irgendwie werden. Also, achso, der Wasserstand ist übrigens wieder 2 nach oben gegangen. Das ist auch so ein Ding, ja, vergesse ich ganz gerne mal. Also, mein Rad wird jetzt auch 3 weiter drehen. 1, 2, 3 komme ich auch auf die Fernhandelsaktion. Da weiß ich noch nicht so genau, ob ich das machen möchte, weil ich möchte eigentlich ganz gerne upgraden. Wenn ich einmal drehen würde, hätte ich hier ein Plus-Upgrade. Auch nicht so verkehrt. Und eine Marktaktion. Bei der Marktaktion, ich bin orange, dürfte ich dann hier rüberlaufen und könnte lila einpflanzen mit einer Stärke von 2 und könnte mir dann ja, irgendeine weitere Farbe holen. Fände ich okay. Wenn ich 2 weiter drehe, kann ich upgraden. Wenn ich tatsächlich die kompletten 3 weiter drehe, die es aktuell geht, 1, 2, 3, dann wäre ich ja hier.
Würde zwei Münzen bekommen und eine Fernhandelsaktion. Fernhandel dürfte ich auch einpflanzen und mir ein Upgrade holen oder alternativ nochmal zwei Zwiebeln bekommen, aber ich müsste die eigentlich eher einpflanzen tatsächlich. Von daher bin ich wieder der Langweiler, gehe hier nach unten und drehe schon wieder nur einmal. Bedeutet für mich, ich kann ein Upgrade. Ach, guck mal. Das ist ja schön. Ich kann die Aktion direkt sogar verbessern, wenn ich das möchte. Indem ich mir jetzt einfach dieses Plättchen hier nehme und dann die Marktkosten reduziere. Oder ich hole mir tatsächlich mal diese Mühlenverbesserung hier. Mal das Silberne. Und kann dann eine weitere Mühle platzieren, weil das ist ja tatsächlich ein Wettlauf. Sobald der nochmal rumkommt, kann ich die 10 Punkte nicht mehr bekommen und ich muss noch zwei Mühlen platzieren. Das ist jetzt eine Frage, ne? Was nehmen wir für eine Verbesserung? Markt verbessern oder tatsächlich immer das Goldene? Eine weitere Mühle platzieren, nicht im Wegenetz. Das heißt nicht im Wegenetz, wenn ich dafür eine Münze extra, nee, das heißt, eine Münze extra bekommen. Ja. Eine Mühle platzieren, nicht im Wegenetz. Und eine Münze bekommen. Aber das sagt ja aus, ich muss sie im Wegenetz haben. Von daher ist das gar nicht so super attraktiv. Ich verbessere einfach die Marktaktion. Komm. Jetzt, das darf man gar nicht. Nein, das darf man gar nicht. Vergiss es. Ich darf niemals in das eigene Feld, was gerade aktiv ist, eine Verbesserung reinsetzen. Das ist ja doof. Dann werde ich vielleicht das doch machen. Komm, egal. Dann verbessere ich jetzt das hier und ich glaube, ich werde vielleicht die Fernhandelsaktion weghauen, sogar komplett. Ich glaube nicht, dass ich das dieses Spiel viel mache. Von daher setze ich mir das weg, bezahle dafür zwei. Und habe jetzt zwei Marktaktionen. Würde gerne hier rüber gehen und möchte vorher eine Münze bezahlen, um auch den hier rüber zu setzen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier eine Stärke von 3 und kann jetzt dreimal eine lila Pflanze einpflanzen. Das ist 1, 2, dafür bekomme ich so ein Zahnrad hier. Werkzeug meine ich. Und 3, dafür bekomme ich wieder zwei Münzen. 1, 2. So, und dann habe ich noch eine zweite Marktaktion. Wandere hier rüber. Und habe ich eigentlich die zwei Münzen bezahlt? Nee, ne? Gehe ich jetzt zwei wieder runter. Und bekomme ja hier die lila Zwiebel, bekomme sogar zwei Stück davon. Nehme aber, glaube ich, nur eine. Nehme nur eine. Die ich dann hier einpflanze. Ja, die andere möchte ich gar nicht haben. Okay. Denn. So, Lübbert. Er senkt den Wasserstand um 2. Braucht er nicht. Beziehungsweise die Schleuse würde hier den Wasserstand senken. Macht sie auch nicht, weil der Marker ist noch hier. Alles gut. Ist nicht hier, sondern noch hier. Und dreht dann ein weiter. Das heißt, nimmt sich ein Upgrade und nimmt sich das hier und das hier. Ich sehe gerade, ich habe gerade noch gar nicht aufgefüllt. Das sollten wir vielleicht nochmal schnell machen. Hier. Hier. Und hier. So, jetzt wird es bei mir ein weiter drehen. Und ich glaube, das möchte ich nicht mal unbedingt machen. Kleinen Augenblick habe ich gerade. Ich habe gerade die Verbesserung hier genommen. Ich habe mir keine Zwiebel genommen, würde ich behaupten. Ich nehme mal eine weiße Tulpenzwiebel. So. Dann möchte ich gerne jetzt der sein, der upgradet. Hier, ich gehe hier einen nach oben, setze eine Münze nach unten, bekomme dafür einen Siegpunkt und erhöhe das Wasserniveau um 1 und drehe jetzt zweimal an meinem Rad. Und darf jetzt eine Mühle platzieren und drei Münzen bekommen. 1, 2, 3. Und eine Mühle platzieren, die nicht im Wegenetz liegt.
Wenn ich das denn möchte. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Das Viererfeld ist hier vielleicht ganz charmant. Das finde ich tatsächlich sehr charmant. Und dann, wenn ich das nachher platziere oder den platziere, je nachdem, bin ich dann auch wieder mit meinem, bin ich in meinem Netz. Von daher gehe ich nach hier hinten und bezahle 4 Münzen. 1, 2, 3, 4. Und bekomme 3. 1, 2, 3. Darf 2 Pflanzen einpflanzen und eine Marktaktion machen. Fangen wir mal mit der Marktaktion an. Ich wandere nach hier unten und kann jetzt hier mit einer Stärke von 2 was machen. Ich bezahle mal wieder 1 Münze, um mir hier eine braune Scheibe wieder zurückzuholen, um jetzt eine Stärke von 3 zu haben. Und würde jetzt. Ach nee, dann. Halt, stopp. Ich mache doch zuerst das Eingraben. Entschuldigung. Grabe dann die hier ein für 3 Siegpunkte. 1, 2, 3. Und grabe hier die weiße ein für 1 Münze. Und mache jetzt die Marktaktion. Das habe ich schon bezahlt und kann mir jetzt 3. Ich glaube, ich nehme die gelben. 3 gelbe Tulpen in mein Lager holen. 1, 2 und 3. So. Er lässt den Wasserstand so, wie es ist. Das heißt, der geht auf jeden Fall hier nochmal ein wieder weiter rüber. Und jetzt triggert das erste Mal das, was hier abgebildet ist. Wir haben jetzt hier die Stände. Wir haben hier jetzt einen Pfeil und hier einen Pfeil. Also würde er jetzt hier oder hier den Wasserstand auf jeden Fall um 2 senken. Wir sind hier hinten. Ja, also macht er das. So, 1, 2, reduziert den Wasserstand um 2. Und das bedeutet 4 Siegpunkte für sie. Also 2 mal 2, ne, macht 4 Siegpunkte für das Senken, weil sie da einen besseren Wert bekommt. 1, 2, 3, 4. Und dreht jetzt 2 mal am Rad. 1, 2 und macht die Marktaktion. Die Marktaktion kennen wir ja schon, da ist gerade eine weiße Zwiebel und pflanzt hier 2 weitere weiße. 1 und 2. So, den dürfen wir wieder. Und ich glaube, ich möchte 3 mal einpflanzen. Ich habe das Gefühl, das geht relativ flott hier, das Spiel. Von daher möchte ich gerne meinen Wasserstand reduzieren, hier nach unten setzen und drehe einmal weiter und darf jetzt 3 Pflanzen einpflanzen. Dann nehme ich die 3 gelben Tulpen und setze den hier in diesen Part. Dafür bekomme ich ein Werkzeug und ich darf ein Auftrag werden. Das ist hier unter abgebildet, ein Auftrag werden. Und dann nehme ich jetzt natürlich den einen, den ich hier habe. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Punkte für mich. Damit komme ich auf 25. Da bin ich wieder. Hallo. So. Liebe Gärtnerin ist am Start. Sie bewegt das Mühlenrad, die Schleuse um 0. Das heißt, wir drehen einmal und auch sie pflanzt ein und zwar wieder 2 weiße. Damit ist ihr erstes. Ihre erste Zeile gefüllt. So, wir könnten jetzt auch um einmal drehen. Das mache ich, glaube ich, nicht, weil die Aufträge immer noch nicht so super spannend sind, die da sind. Ich könnte sie natürlich einmal verbrennen, aber ich möchte jetzt auch so langsam mal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen auch. Von daher. Ach so, nee, da müsste ich ja. Das nun wieder. Aber ich habe die Münze, ja. Ich bezahle 1 Münze, um den hier nach oben zu setzen, bekomme einen Punkt dafür. Und darf jetzt 2 mal drehen. 1, 2. Und darf jetzt eine Mühle und ein Upgrade teilnehmen. Ich nehme natürlich diese Mühle hier unten und würde diese gerne hier platzieren. Oder? Moment. Ne, gar nicht unbedingt da platzieren. Lieber hier platzieren. Weil die Doppelzwiebel kann ich da gar nicht gebrauchen, weil damit bin ich ja schon voll. Das heißt, ich bezahle 3, ich stehe auf 3, ich bekomme wieder 3 und kann jetzt den Wasserstand 2 mal senken. Das heißt 1, 2. Ach so, halt, stopp.
Der stand hier, ne? Ja, hier war der 1, 2. Ah, der stand hier. 1, 2. Habe ich den gerade gesteigert? Stand der hier oder stand der hier? Na, es ist egal. Auf dieser Seite. Es könnte sogar sein, dass der jetzt hier gewesen wäre. Das. Ja. Weiß ich gerade nicht. Also vielleicht, also ich spiele es jetzt zu meinem Nachteil. Dann lag der halt hier. Ich könnte mir vorstellen, dass der eigentlich schon hätte hier sein müssen, weil ich ja eine Schleusenbewegung gemacht habe. Aber kann auch sein, dass ich den verschoben habe. Ich will jetzt nicht cheaten hier. Und daher senke ich jetzt zweimal das Wasser hier runter und würde dafür gerne zwei Münzen nehmen. 1, 2. Und das war die Aktion. Das war... Ach, hier bekomme ich ja gar keine drei Münzen. Ich vergucke mich hier gerade total. Moment, da muss ich mir drei Münzen wieder wegnehmen. 1, 2, 3. Dann stand ich nämlich auf 0. Ich hab echt auf dieses Feld geguckt. Nehme ich auf jeden Fall die Münzen. Dann bin ich wieder bei 2. Dann darf ich zweimal einpflanzen und ein Upgrade nehmen und noch ein Upgrade nehmen. Eieiei. Das ist ja unglücklich gelaufen. Ich habe gar keine 2 zum Einpflanzen. Moment. ich habe mir noch kein Upgrade genommen, ne? Vielleicht gehe ich doch hier hin. Weil ich habe nichts zum Einpflanzen. Und Wasserspiegel habe ich da auch. Und da hätte ich wenigstens 3 Münzen mehr. 1, 2, 3. Und dann kriege ich halt 2 Tulpenzwiebeln. Dann kriege ich halt weiß und lila. Naja, gut. So. Ich glaube, das ist doch vielleicht ein bisschen besser. Die 3 Münzen. Ich hoffe, das habe ich jetzt alles richtig gemacht. Was ich aber auf jeden Fall jetzt habe, ist, dass ich 4 Mühlen in einer Reihe habe. Das heißt, ich habe ihm die 10 Punkte hier weggeschnappt. Und bekomme dann die 10 Punkte hier. So. Dann habe ich hier noch die Plusaktion. Die darf ich nicht vergessen. Oder sollte ich nicht vergessen. Und das finde ich tatsächlich richtig charmant hier. Plus einen Auftrag mir dann immer nehmen. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Und daher hole ich mir das hier weg für die 2 Münzen. Und warte, wenn ich jetzt gleich eindrehe, gehe ich über den Markt. Möchte ich über den Markt gehen, mir weiße Zwiebeln holen? Vielleicht. Noch lieber würde ich allerdings gleich 1, 2, 3 drehen. 1, 2, 3 drehen. Moment, das muss ich mal ganz kurz. Ich bin hier bei der Mühle. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich bin echt schlecht in so einem Gucken. Ja, das geht auf, ne? Ja, dann lege ich mir das hier rein. Dann werde ich gleich einfach die Schleuse nochmal erhöhen. Aber vielleicht macht die das ja auch schon. Ich setze mir das Ding mal hier rein. Okay. Dann gucken wir mal. Sie lässt es, wie es ist. Wasser steigt um 1. Und der Marker geht hier 1, 2 weiter. Ich glaube, ich habe gerade eine Sache noch vergessen. Ich darf noch hier einpflanzen und mir da noch eine Tulpenzwiebel nehmen. Bedeutet, ach du mein Schreck. ach so, oh Gott, jetzt habe ich die ganzen Kettenaktionen. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich habe mir ein Upgrade genommen, dadurch darf ich mir eine Tulpenzwiebel nehmen. Dann nehme ich gelb und dann bin ich da oben weitergegangen. Darf jetzt also ein einpflanzen. Da pflanze ich allerdings direkt den gelben ein für einen Punkt. Weil man nur einmal pro Zug die Fähigkeiten hier triggern kann. Und da würde ich jetzt quasi einen Zug verschwenden damit. Und dann darf ich mir noch eine Blume nehmen. Rot oder Flieder, dann nehme ich rot. Und das war es jetzt auch wirklich. Jetzt hatte ich hier aufgedeckt. 0, ich hatte schon gedreht. Habe ich gedreht? Ja. Und er geht nochmal direkt weiter. Und macht jetzt die Fernhandelsaktion und pflanzt dort wieder Pflanzen ein. Das heißt, das machen wir mal zuerst. Er bekommt 2 Pflanzen hier. Das sind dann die gelben. 1 und
2. Pflanzt noch eine Pflanze ein. Nochmal eine gelbe. So, dann ist das hier schon mal weg. Und jetzt habe ich gerade den Überblick verloren. Genau, Fernhandelsaktion. Fernhandelsaktion möchte hier auf die linke Seite. Legt also eine gelbe Tulpenzwiebel hier hin. Bekommt ein Upgrade und 2 Tulpenzwiebeln. Das Upgrade ist das hier und das, was nie aufgedeckt war, ist dann auch direkt weg. Mühle und 3 Geld bekommen. Okay, cool. Und hier. Und bekommt nochmal 2 weitere Tulpenzwiebeln, also nochmal 2 gelbe. Und hat damit auch gelb mal eben voll gemacht. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Genau, jetzt noch eine Umrundung von ihr. Und sie ist, ja, sie ist dann durch. Von daher, mal gucken. Das wird nicht mehr so lange gehen hier. Ich möchte ganz gerne als nächstes, habe ich ja gesagt, ich möchte den Wasserstand steigern oder möchte ich das nicht? Ich gebe jetzt mal ein Zahnrad aus, obwohl 2 Münzen bezahlen. Oh, ich bin echt nicht so gut dabei mit Münzen, ne? Und ich brauche jetzt auch gleich das Geld, um die Mühlen platzieren zu können. Das ist ja auch gar nicht so günstig. Das heißt, ich bezahle ein Zahnrad, um, also erstmal wieder Wasserlevel, um ein, oder das Wasserlevel um einen nach oben. Darf 2 drehen, 1, 2, durch das Zahnrad noch ein weiter. So, und darf jetzt eine Mühle platzieren, bekomme ein Geld und darf zusätzlich mir ein Personal einstellen und einen Auftrag nehmen. So, fangen wir an mit Auftrag nehmen. Die finde ich echt alle nicht super ansprechend. Lass mal rüber gucken. Also wir haben hier an einer gelben Mühlen an gelben Bereichen habe ich nicht. Mühlen, ganz am Start habe ich eine von, das wären 5 Punkte. Ich werde mal tatsächlich eine Münze bezahlen, in der Hoffnung, dass hier 3 bessere kommen. Oder zumindest ein besserer. So, oh, das Ganze nochmal für Lila bitte. Schade. Ah, das ist ja nicht so schön. Aber für Gelb ist das schon okay. Dann spiele ich jetzt gleich die Gelben frei, würde ich sagen. Von daher würde ich mir jetzt diesen Auftrag hier holen und schiebe den hier drunter. So. Ja, das ist ja gut gemischt. Ach du meine Güte. So, und dann darf ich noch eine Mühle platzieren. Dann nehme ich natürlich jetzt die gelbe Mühle. Und die muss nicht im Wegenetz sein. Das heißt, ich suche mir jetzt einen schönen Platz, wo ich schöne Boni bekomme. Gut, ich werde nach hier gehen mit meiner Mühle. Und dann folgendes machen. Ich hole mir einen Auftrag und zwar versuche ich es nochmal, hier alle gelben fertig zu kriegen. Ja, man kann es ja einfach mal jetzt nochmal hoffen, dass man die Reihe noch voll kriegt. Sind ja nur 3. Möchte dann bitte mir oder erstmal das Wasserniveau um 2 senken. Da kann ich mir hier wieder 2 nehmen. Achso, erstmal muss ich natürlich 3 bezahlen. Ne? Also 1, 2, 3. Und dann hatte ich jetzt quasi die beiden jetzt bekommen, um jetzt wieder auf 2 zu sein. Und kann jetzt eine gelbe und eine fliederfarbene nehmen. Ich nehme eine gelbe Zwiebel und die fliederfarbene, für die müsste ich jetzt eine Münze bezahlen. Ich kann aber auch stattdessen einfach die hier abschmeißen, weil die dunkellilane brauche ich ja eh nicht. So, die Gärtnerin. Die öffnet die Schleuse, bekommt dafür 3 Punkte. Wo ist sie? Da hinten. 1, 2, 3. Und geht jetzt 3 mit ihrem Rad. Die zieht wirklich durch. Die möchte das Spiel jetzt beenden. 1, 2, 3. Und macht die Marktaktion. Und das passt ja. Marktaktion mit Rot. Bringt also sogar noch ihre vierte Zeile an. 1, 2. So. Okay, das war's schon für sie. Ach nee, wir müssen noch das Wasserlevel um 2 erhöhen hier. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was wir machen. Ich möchte natürlich gerne einpflanzen. Von daher sollte ich das Wasserniveau jetzt, glaube ich, einfach wieder runtersenken. Weil ich möchte auf jeden Fall diese 3 Einpflanzungen hier haben. Bedeutet, ich gehe hier ein weiter und möchte
Rot, gelb einpflanzen. Dann weiß einpflanzen. Dafür bekomme ich ein Tech. Und dann hier oben rot einpflanzen. Und beim Tech gucken wir mal. Hier ist nochmal dreimal einpflanzen. Und ich darf es mit dem Vorrat tauschen. Das ist natürlich cool, wenn ich mir das hier gleich abdecke. Das finde ich sehr sympathisch tatsächlich. Das ist eigentlich genau das, was ich sogar brauche. Und ich habe zwei Münzen. Da bin ich zwar blank, aber ich glaube eh nicht, dass das Spiel noch so lange geht. Von daher reduziere ich hier mal auf mein Geld auf 0 und decke mir Personal ab. Ich werde mir eh kein Personal mehr holen und zur Not, na, hier habe ich es ja noch, aber primär für die Aufträge und jetzt am Ende des Spiels braucht man die Home einfach keinen mehr. Es ist zwar nochmal 3 Siegpunkte wert, ja okay, aber ich glaube, das hier ist so besser. Okay, und weil ich jetzt ein Tech geholt habe, darf ich mir eine Pflanze holen und eine Zwiebel und dann nehme ich mir natürlich eine gelbe Zwiebel. Und ihr seht schon, was das hier gleich werden wird. Hahaha. Ich glaube, ich habe daher diese Aktion wahrscheinlich ein, zweimal vergessen. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich habe vorhin wahrscheinlich mal ein paar mehr als zwei eingepflanzt und nicht unbedingt immer das Werkzeug genommen, aber ich habe ja auch noch zwei. Ich habe ja genug. Guti, liebe Gärtnerin, reduziert das Wasserniveau um 1. Passiert also nichts, senkt aber hier noch, nee, reduziert die Schleuse um 1, so, senkt das Wasserniveau um 2 und kriegt dafür 2 Siegpunkte. So, und möchte jetzt einpflanzen. Und zwar Violett. Violett passt nicht mehr aufs Board. Und da sie jetzt das nicht mehr pflanzen kann in die entsprechende Reihe, bekommt sie jetzt einfach Alternative. Jeweils ein Siegpunkt für jedes, was ich nicht pflanzen kann. In diesem Fall also einfach nochmal 2 Siegpunkte. So. Gut, dann ist das Wasserniveau immer noch weit unten. Ich drehe also um ein weiter und kann jetzt dreimal einpflanzen. Und wobei ich einmal eine Pflanze aus meinem Blumenkübel hier mit dem Vorrat tauschen darf. Das heißt, ich nehme hier die wiederfarbene und tausche die gegen gelb. So, und dann darf ich drei einpflanzen. Das heißt, ich pflanze die hier für 2 Münzen. Ich pflanze die hier für 2 Punkte. Und ich pflanze die hier für eine Münze. Dann auf der rechten Seite darf ich mir noch ein Upgrade-Teil holen. Ups, da haben wir noch keins nachgefüllt. Das machen wir nochmal schnell. Und hier haben wir auch noch nicht nachgefüllt. Das machen wir auch nochmal schnell. Plus eine Marktaktion. Das sehe ich jetzt eher nicht mehr so unbedingt. Da ist es jetzt fast ganz egal, was ich nehme. Haben wir hier, da haben wir Fernhandel, die Aktion hätte ich dann mal wieder. Ja, ich nehme einfach, ach na komm, wir nehmen mal den Wasserpegel senken. Ich werde hier keine Upgrades auf der rechten Seite mehr nehmen, auf der linken Seite, von daher kann das schon weg. Und ich möchte das hier oben jetzt noch machen, weil ich jetzt wieder auf dem roten Balken bin. Das heißt, wir kommen hier rüber. Ich kriege 3 Münzen. 1, 2, 3. Decke das ab mit dem X und darf mir 2 Blumenzwiebeln nehmen. Das heißt, ich nehme zweimal rot. Nee, nee. Zweimal weiß, oder? Obwohl, wenn ich die bei rot noch eingepflanzt bekomme, sind das hier auch 7 Punkte. Das sehen wir hier. Pro Spalte haben wir nachher Siegpunkte. Und wenn ich den hier voll eingepflanzt bekomme mit alles weiß, aber bräuchte ich noch eine weitere weiße für. Bin mir nicht sicher, ob ich das hinbekomme. Das sind hier 6 Punkte. 6 Punkte plus nochmal 3 macht 9. Und das sind aber sicherere 7. Ich nehme das da oben tatsächlich. Fühle ich mich, glaube ich, gerade wohl, aber ich glaube nicht, dass ich das hier voll fertig bekomme. Und daher nehme ich einfach zweimal rot. Das und das. Gut, dann die Gärtnerin. Bewegt sich nicht weiter, dreht also nur einmal. Wow, das erste Mal, dass sie eine Mühle platziert. Unglaublich. So, und die Mühle, die sie da platziert, ist tatsächlich ganz egal. Und ihr sind auch die Wege egal. Also Mehrspielerspiel wäre es jetzt so, wenn sie jetzt hier beispielsweise platzieren würde, würde ich dafür 1, 2, 3, 4 Siegpunkte bekommen. Das wäre auch hier der Fall, aber ihr ist es tatsächlich ganz egal. Sie möchte
immer auf das Feld gehen, was am teuersten ist und mit dem Markt verbunden ist. Und wenn ich mir das gerade so angucke, ist das das wahrscheinlich sogar. Wir haben das oder wir haben das. Das sind zwei Dreier. So, das haben wir hier, in der Anleitung steht das, haben wir hier eine Prioritätenliste. Hier, 8 Prioritäten hat sie. Und jetzt müssen wir gucken, okay, das oder das, was, oder dabei wählt sie das teuerste Feld. Ja, die Reichweite ist dabei komplett egal tatsächlich. Okay, bedeutet also, Pflanze Tulpenzwiebeln hätte Prio, das wäre hier, das haben wir aber auf beiden. Verbessere die Mühlräder, ist die zweite Prio, das ist also hier. Das heißt, das ist das Feld, was sie sich aussucht. Okay, das heißt, sie geht hier hin. Und ich bekomme dafür 1-2 Punkte, weil sie zwei meiner Mühlen benutzt. Sie wird jetzt allerdings die Mühlräder verbessern. Das heißt, es gibt den hier und den hier für sie. Können wir mal auffüllen hier noch. Den, den und den. Dann gibt es 3 Punkte für sie. Nee, Quatsch, da ist schon wieder drauf reingefallen. Ha! Hier zweimal Wasserstand senken. Das heißt, wir gehen hier runter. Sind 2 Siegpunkte für sie. Und jetzt darf sie zweimal pflanzen. Und pflanzen haben wir die Aktion. Und wir haben gelb. Gelb ist schon voll. Das heißt, sie kriegt einfach nochmal 2 Punkte. Okay. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Was machen wir? Was bringt mir jetzt noch ordentlich Punkte? Jetzt nochmal eine Mühle platzieren, vielleicht. Ich habe relativ gut Geld aktuell. Das heißt, ich könnte auch die Mühle ordentlich nach oben treiben, weil sie beendet eh gleich das Spiel. Und daher sollte ich jetzt nochmal irgendwie die beste Aktion nutzen, die ich bekommen kann. Und das könnte ja tatsächlich sogar sein, dass ich jetzt nochmal irgendwie eine Mühle platziere. Ja, aber 2 werde ich nicht mehr platziert bekommen, denke ich. Obwohl hier und hier könnte ich mir nochmal einen Multiplikator freischalten, wenn ich jetzt ganz viel Gelb, ganz viel Rot oder so platziere. Aber bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich das Beste ist oder ob ich einfach ein bisschen reinpflanze. Das heißt, dann wäre vielleicht die Marktaktion gar nicht so unspannend. Nicht dann hier, wo ist denn mein Marktmarker hier? 1. Hätte ich einen Marker, dann würde ich erstmal Rot bekommen. Aber kann ich Rot nicht einpflanzen? Rot einpflanzen ist dann erst wieder hier unten. Ärgerlich. Das sieht doch gar nicht so gut aus. Okay, ich versuche mal was ganz Verrücktes. Ich möchte meine Schleuse maximal öffnen. Das kostet mich 2 Münzen. Bekomme dafür 3 Münzen sogar. Und bezahle dafür 4 oder bekomme dafür 4 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4. Also die Gärtnerkarten müssen hier mal ein bisschen Platz machen. Dann erhöht sich der Wasserstand um 2. Und ich bezahle noch ein weiteres Zahnrad, um mein Rädchen jetzt 4-mal zu drehen. 1, 2, 3, 4. Und darf jetzt hier die starke Mühlenaktion machen. Bekomme dafür 1 Münze wieder. Und kann eine Münze irgendwo platzieren, obwohl irgendwo bei mir tatsächlich auch trotzdem angrenzend ist. Ich gehe hier hin, bezahle 3 Münzen dafür und kann jetzt das Wasserniveau senken um 2. Das heißt, ich bezahle 1, 2, bekomme dafür jetzt 2 Siegpunkte oder einen Siegpunkt und einen Punkt, wie ich das möchte. Brauche ich noch einen Siegpunkt und Punkt, einen Siegpunkt und Geld, meine ich. Brauche ich das Geld noch für irgendwas? Ich glaube nicht. So. Das heißt, ich nehme einfach 2 Punkte. Darf jetzt eine rote und eine weiße Zwiebel bekommen. Die gehen hier rein. Und darf dann 2-mal eingraben. Und das wären bei mir dann 2-mal rot. So. Und da ich noch einen weiteren Eingraber hier quasi freigeschaltet habe, kann ich noch einen roten eingraben, was dann wiederum nochmal ein Punkt ist. Cool. So. Dann der vielleicht letzte Zug, vorletzte Zug von ihr. Jupp. Sie
kann das nicht mehr erhöhen. Das heißt, das Wasserlevel steigt um 2. Sie reduziert es wieder um 2, bekommt dafür 2 Punkte. 1, 2. Und möchte jetzt 3 mal drehen. 1, 2, 3. Geht dann hier rüber. Schnappt sich die 5 Punkte. Jetzt muss ich noch einmal hier so ein X-Plättchen rauskramen. Hab zu wenig rausgenommen. So. Ja. Holt sich 5 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Und darf 2-mal eingraben. Und sie hat hier gerade rot. Das heißt 1, 2-mal rot. Und hat jetzt Personal. Und Personal ist einfach diese Karte hier. Das heißt, der hier geht raus. Geht auch zu ihr. So. Jetzt wird die Runde zu Ende gespielt. Das ist so eben geschehen, weil ich ja eh Startspieler war. Wir haben jetzt beide noch genau einen Zug. Und dann ist das Spiel vorbei. Also muss ich überlegen. Pflanze ich noch irgendwie was ein? Ich glaube, ich platziere tatsächlich jetzt noch diese eine Mühle hier. Wir sind ja gerade relativ schnell. Das Wasser steigt um 2 und ich kann 1, 2, 3 mal drehen. Perfekt. Komme dann sogar auch noch hier rüber. Das heißt, ich darf auch noch hier rüber wandern. Kriege dafür auch nochmal 3 Punkte. 1, 2, 3. Das X spare ich mir jetzt mal. Darf gleich 2 mal einpflanzen. Das darf ich mir irgendwann an meinem Zug machen. Das heißt, ich platziere jetzt hier nochmal eine Mühle und bekomme 2 Münzen. Und diese Mühle ist tatsächlich richtig gut. Und ich darf gleich 2-mal einpflanzen. Ne? Das heißt, ich sollte mir jetzt, gibt es irgendwo 2 rote, 2 rote, wenn ich vielleicht irgendwie beim Markt laufe und eine rote Tulpe bekomme. Das ist aber meine normale Mühlenaktion, bedeutet, ich muss mit dem Markt verbunden sein. Und das schränkt die Aktion dann durchaus ein. Ich glaube, ich bräuchte Rot und Markt und mit dem Marktplatz verbunden. Hier hätte ich das. Ne? Ich habe hier Rot und Markt, da darf ich aber nicht hin, weil wir an keinen Markt angeschlossen sind. Und da oben habe ich jeweils nur einmal Rot, kein Markt. Hier kann ich hin und mit dem Upgrade mir eine zweite rote Zwiebel holen. Ja, das ist der Plan. Wir gehen hier hin. Und nehmen natürlich unseren Weg. Obwohl, es könnte sogar sein, dass ich den kürzesten nehmen muss. Das muss ich gleich nochmal nachlesen. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich den kürzesten nehmen muss oder ob ich meinen nehmen darf. Obwohl ich mir gerade relativ sicher sein bin, dass ich den kürzesten nehmen muss. Das heißt, ich würde einen Punkt bekommen. Und dann gibt es ein Werkzeug für mich. Es gibt eine rote und eine weiße Zwiebel für mich. Und irgendein Upgrade, das ist mir gerade komplett egal, welches ich dann nehme. Das heißt, ich nehme das. Und mit dem kann ich mir eine rote Zwiebel nehmen, weil hier, weil es da steht. Und darf jetzt hier oben noch die Einpflanzaktion machen. Pflanze also rot, kriege dadurch noch eine weitere Einpflanzaktion. Kriege hier 2 Punkte. Jetzt muss ich meine Scheibe mal hier wegnehmen. Und darf dann noch einmal weiß pflanzen. Sehr hübsch. Und das war mein Spiel. Jetzt ist er noch ein letztes Mal dran. Dreht sich 3-mal. 1, 2, 3. Platziert noch eine weitere Mühle. Macht natürlich die komplizierteste Aktion. Vielen Dank auch. Geht hier 1, 2 hoch und reduziert dann um 1, 2. Bekommt 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Und möchte wieder aufs teuerste Feld eine Mühle platzieren, keine Mine. Das teuerste Feld ist immer noch eine Dreier da oben. Und da hatten wir ja schon, die Priorität war einpflanzen. Ne? Pflanze Tulpenzwiebeln haben wir da oben aber nirgendwo. Ich guck gerade mal. Ne, es sind nur die beiden da oben. Eine von den beiden da oben. Verbessere Mühlräder. Auch nicht dabei. Verbessere die Tulpenfarm haben beide. Erhalte 2 Tulpenzwiebeln. Haben auch beide. Erhalte 1 Tulpenzwiebel.
Hat bis hier. So, da geht er hin. Ich bekomme dafür 1, 2, 3 Punkte. 1, 2, 3 Punkte. Und sie kriegt einmal lila. Das geht hier rein. Für gelb kann sie nicht mehr platzieren, bekommt sie einen Punkt. Rot geht noch rein. Verbessere die Tulpenfarm. Geh auch jetzt der linke, so. Funktioniert auch. Und das war's. Okay. Dann sind wir mit dem normalen Spiel durch. Jetzt geht's an die Endwertung. Oh, ich sehe gerade, ich habe gerade automatisch auf leicht gespielt. Ups, weil bei mittel und schwierig spielt man keine zusätzliche Runde. Das heißt, die. Ja, okay, dann habe ich jetzt automatisch auf leicht gespielt. Naja, dann ist es halt so. Also, ich kann erstmal ja meine Punkte hier berechnen. Und dann gucken wir mal, was sie dann hat. Fangen wir erstmal an mit unseren Aufträgen. Das heißt, ich bekomme hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Das gleiche nochmal für Gelb, 28. Und hier nochmal für Gelb, 38 Punkte. So, dann kommen wir hier auf die 94. So. Nach den Aufträgen werten wir die Windmühlengruppen hier und dann kriegen wir hier 1, 2, 3, 4, 5 für Weiß. Komme ich auf, oh Gott, ist das weit weg, 99. Dann 1 für Gelb, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 106. Dann 3 für, ach nee, Quatsch, 2 für Rot, also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kommen wir auf 120. Und 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kommen wir auf 141. Und dann gibt es noch die Beete-Wertungen. Das ist der Part hier auf dem Tableau, wenn wir uns das nochmal genauer angucken. Wir sehen hier für jede vollständig gefüllte Zeile einen Wert, wenn alle 7 die gleiche Farbe haben oder wenn sie nicht die gleiche Farbe haben. Das heißt, ich bekomme hier nochmal 8 Punkte, 9 Punkte und 7 Punkte für die waagerechten Wertungen. Das heißt, 24 dazu, kommen wir auf 65. Und dann bekommen wir hier oben. Wenn wir vier unterschiedliche, na, wie sagt man, Tulpenzwiebeln hier haben, jeweils die Siegpunkte, die dort abgebildet sind. Das heißt 1, 3, 6, 10, 15. Hier habe ich es nicht, also nochmal 15 dazu, komme ich auf 80. So, dann haben wir 180 Punkte. So, dann noch einmal die Bot-Wertung. Die weiß ich tatsächlich nicht so genau, wie die funktioniert. Sie bekommt hier 6 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann für jede Mühlradverbesserung. Ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne die höheren Werte nehmen, weil es tatsächlich skaliert jetzt hier auf. Skaliert jetzt hier mit den Schwierigkeitspunkten. Aber naja, wir haben jetzt halt leider einfach genommen, weil ich nächste Runde gespielt habe. Aber gut, das heißt, die Mühlradverbesserung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Punkte, 74. Für jede Farmverbesserungskarte, ja, hat sie 2. Also auch nur 4. 1, 2, 3, 4. Vollständig gefüllte Spalten ihrer Beete nach den üblichen Regeln für die Spalten. Also 1, 3, 6, 10, 15, 92 oder so, oder 93, bin mir gerade nicht sicher. Warum punkte ich an? Und für Tulpenzwiebel in ihren Beeten ein Punkt pro. Achso, halt, die Zeilen haben wir noch vergessen. Auch hier sind es 24, das heißt 414. Ja, 114? Nee, Quatsch. Was habe ich jetzt gesagt? 24. 1, 2, 3, 4 und 20 weiter. Doch, 17, 17, 17 hier. So. Und
Als letztes für jede Tulpenzwiebel in ihren Beeten. 1, 2, 3, also ja, es sind 7, ne? 3, 6, 7, also 21, 22, 23, 24, 25, 26 nochmal dazu. Kommen wir also auf 33, 43. So, kommen wir hier und das war's. Nach den üblichen Regeln. Ja, okay, genau. That's it. Und wahrscheinlich hätte ich auch noch gewonnen, hätten wir auf Mittel gespielt. Auf Schwer bin ich mir gerade nicht so sicher. Das ist mir jetzt zu schwer hochzuskalieren. Obwohl ich bin mir nicht sicher, wie viele Punkte ich in der letzten Runde gemacht habe und wie viele Punkte sie in der letzten Runde gemacht hat. Es wird bei beiden nicht unwesentlich gewesen sein. Von daher ist aber auch egal. Ihr habt den Solo-Modus kennengelernt, ihr habt das Spiel kennengelernt und ich hoffe, es gefällt euch. Mir persönlich gefällt es tatsächlich sehr gut. Mein Ersteindruck hat mich da ein bisschen getrübt, glaube ich. Das ist ein entspanntes vor sich hinspielen Spiel. Und ja, Multiplayer macht es echt noch ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen. Weil da passiert hier tatsächlich auf dem Board noch ein bisschen mehr. Das mit dem Markt hier, das mit der Karte, ist da alles noch so ein bisschen interaktiver. Wenn man zu dritt spielt, das hat mir besser gefallen. Aber mir gefällt, dass der Solo-Modus hier tatsächlich auch wieder einfach über Karten funktioniert. Das mag ich ganz gern. Wer hat den eigentlich gemacht? Steht das hier dabei? Kann ich jetzt hier gerade nicht sehen. Ist auch egal. Hat er wahrscheinlich selber gemacht. Und ja. Das soll es ja eigentlich gewesen sein. Ich gucke immer noch, ob ich das gerade hier herausfinden kann, von wem der ist. Ob der. Naja, whatever. Genau. Von daher, ja, sagt mir Bescheid, wie es euch gefällt, wenn ihr es gespielt habt, ob ihr es spielen wollt, ob es auf eurer Liste ist, was ihr euch dieses Jahr auf der Messe vielleicht angucken wollt. Ich bin sehr gespannt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es wahrscheinlich nicht der super ewigste Dauerbrenner wird, aber das mit dem Aktionsrad hier ist cool und das spielt sich einfach locker flockig vor sich hin, ne? Also ist nicht überkompliziert. Von daher, ja, ich wünsche euch was und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.